aus den Knusperschnecken. Es ist ja jetzt wirklich schon lange, lange her, dass wir uns das letzte Mal gesehen und gehört haben. Wie ich ja schon im letzten Kurzvlog erwähnte, ich hatte ein bisschen ein paar andere Sachen zu tun, Frau, Kind, Familie, bla bla, so Dinge. Jetzt habe ich auf alle Fälle wieder Zeit für den Vlog und Zeit fürs Fahrradfahren und all so Dinge. Wie man sieht, habe ich auch eine neue Kamera. Die Auflösung ist hoffentlich jetzt deutlich, deutlich besser. Das Ding ist zwar viel schwerer und größer und klobiger als eine GoPro, aber es ist eigentlich ist es egal, sie funktioniert gut. Heute fahre ich zum Flughafen Sperenberg. Das ist irgendwie 50 Kilometer außerhalb von Berlin, also unterhalb vor allem. Das ist ein alter Sowjetflughafen, der seit irgendwie 20 Jahren nicht mehr in Betrieb ist. Da gucke ich mal, ob man da irgendwie aufs Gelände drauf kann. Da soll eine riesige Landebahn sein. Schauen wir mal, ob man da irgendwie drauf kommt. Wäre cool. Ansonsten fahre ich einfach irgendwo anders hin. Huiuiui. Ich habe jetzt knappe 35 Kilometer drauf. Müsste also gleich in dieses Waldstück kommen, wo es dann zum Flughafen geht. Das kann ein bisschen spannend werden. Komoot hat dann, ich habe da eine Mountainbike-Strecke gewählt, also kein befestigter Untergrund. Mal gucken, ob man da mit dem Rennrad lang kann. Bisher hat das eigentlich immer geklappt, was Komoot einem so vorgeschlagen hat. So, ich bin in Sperenberg angekommen. Das muss jetzt hier irgendwo in den Wald reingehen. Und dann müsste ich auch wirklich gleich auf dieser Landebahn sein. Komoot hat mich jetzt schon zweimal über irgendwelche komischen Feldwege gejagt. Das war irgendwie nicht so geil. Vielleicht habe ich mich verklickt, vielleicht habe ich Mountainbike statt Rennrad angegeben. Na, ist ja das mal wurscht. Ich gucke jetzt, wo ich hier in den Wald komme und dann sehen wir uns gleich, glaube ich, auf der Landebahn wieder. Wie man unschwer erkennen kann, bin ich jetzt in diesem Waldstück angekommen. Das ist nicht wirklich befahren hier, keine Ahnung, ob das so richtig ist, was ich hier bei Komoot geklickt habe. Aber auf alle Fälle habe ich jetzt rechts schon die Mauer von dem Flughafengelände gesehen. Es kann also echt nicht mehr weit sein. Also es ist eigentlich schon hier direkt, es ist direkt hier rechts neben mir. Ich muss nur irgendwie auf das Gelände kommen. Jetzt fängt es ja auch an, ganz schön matschig zu werden. Wird auf alle Fälle noch ein bisschen abenteuerlich, bis ich da bin. So, der Weg wird immer unbefahrbarer. Jetzt ist es hier ganz schön sandig geworden. Wie man sieht, wird also ganz schön abenteuerlich. Irgendwie, boah, ich blicke hier nicht durch. Also, ich müsste eigentlich schon lange auf dem Flugplatz stehen, aber ich finde das nicht. Hier sind auch wieder 1, 2, 3, 4 Möglichkeiten. Theoretisch rechts. Ich halt mich einfach mal so da auf dem Weg, das sieht eigentlich ganz vernünftig aus. Mal gucken, wir sind auf alle Fälle Spuren, das sieht aus, als wäre das ein bisschen befahren, also wird es da, denke ich mal, Richtung Flughafen gehen. Ja, ich würde sagen, angekommen. Zumindest fast da. Das Schild sagt, geh da nicht lang, also gehen wir genau da lang jetzt. Huiuiui, hier ist wirklich nichts, hier ist absolut niemand. Da vorne ist endlich die Rollbahn. Jetzt bin ich irgendwie hier 3 Kilometer durch so Sand gelaufen. An Fahren war da nicht zu denken mit den schmalen Reifen. Hier vorne kann ich wieder fahren, hoffe ich zumindest, dass hier nicht allzu viel Glas rumliegt. Und dann gucke ich mal, da hinten sollen irgendwie so ein paar Gebäude sein, die ganz nett sind. Allerdings ist das ja auch irgendwie Privatgelände. Ich sollte mich also nicht erwischen lassen. Und es gibt auch Führungen hier. Also wäre blöd, wenn ich auch in irgendeine geführte Gruppe reinrenne. Es sind immerhin Ferien in Berlin-Brandenburg. Könnte passieren. Na, jetzt erstmal eine Runde hier über die Landebahn rollen. So, ich bin jetzt die eine Landebahn komplett runtergefahren. Hier soll es auch noch eine zweite geben. Macht natürlich Sinn, eins zum Starten, eins zum Landen. Ich hoffe, dass da auch die Gebäude sind. Ich habe da eben schon jemanden in der Ferne gesehen, sah aber auch aus wie jemand wie ich, der hier eigentlich nicht zu suchen hat, nicht wie irgendein Sicherheitsdienst. So, das hier müsste theoretisch die zweite Landebahn sein. Und es ist, ja, sieht gut aus, das ist die zweite Landebahn. Da hinten ist ein Gebäude, da will ich jetzt aber nicht hin. Ich guck mal, wo es da lang geht. Vielleicht komme ich da noch irgendwo hin. Ja, jetzt habe ich mir mal ein schattiges Plätzchen gesucht. Hier ist eigentlich ganz nett. Hier sind irgendwie so 2 alte Garagen oder so.
Da vorne sind auch noch so ein paar Häuser, aber es ist echt abartig warm hier vorne auf dem Rollfeld. Da habe ich jetzt echt keinen Bock drauf rumzuhängen. Das heißt, ich warte irgendwie mal den Akku der Kamera gerade auf, denn ich habe so eine hippe Powerbank mit. Trink was und dann gucke ich, dass ich irgendwie die ganzen Gebäude finde. Denn auf diesen Radarturm oder was ich im Internet gesehen habe, da würde ich schon gerne mal hoch. So, gucken wir mal, was hier noch so, was hier so drin ist. Ja, so wirklich war es hier nicht mehr. Auch nicht wirklich zu erkennen, was das hier mal war. Auf alle Fälle zwei große Tore, passend für ein Auto. Keine Aufschrift, kein Nichts. Ja, irgendwie ganz nett. Da setzt man sich mal 5 Minuten hin und denkt sich, was juckt denn da? Und da sitzt auf einmal diese komische Raupe auf einem drauf. Hier, komm, auf die Hand. Hopp, hopp. So, und dann gehen wir wieder dahin, wo wir hingehören. Hopp, hopp, auf die Wiese. Da gehörst du hin. Umgedreht, top. Nee, komm doch nicht wieder. Bleib da, wo du bist. So, der ganze Kram lädt auch auf. Handy, ja, ist okay. Ich bin so ein bisschen, wie man sieht, von der Route abgewichen, aber ja, ich finde den Weg schon irgendwie zurück. Ich muss halt ein bisschen improvisieren. Hier auf dem Gelände findet man eh nicht so wirklich zurecht. Schauen wir mal. Das Gelände ist echt riesengroß. Irgendwie habe ich immer noch nicht diese Gebäude gefunden. Hier geht es nochmal rechts weg. Ja, vielleicht ist das hier ein bisschen sinnvoller. Mal gucken, hier ist auf alle Fälle, ist es einfach gigantisch. Man kann ja halt nicht wirklich rasen, weil diese Platten irgendwie bock, 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 das nervt tierisch. Weil es ganz schön rumpelt, aber ansonsten ist das hier, glaube ich, doch ein ganz cooler Spielplatz für ein Crossfahrt oder so. Ah, mehr Gebäude. Oh ja, genau sowas habe ich gesucht. Geil. Oh. Wow. Echo. Super geil. Jetzt bin ich hier in irgendeinem Flugzeughangar. Ich bin jetzt riesengroß, hängen noch Lampen an der Decke. Hier gehen überall so kleine Räume weg. Ich stelle mal das Rad ab. Hier gehen überall so kleine Räume weg. Spooky. Unheimlich. Und die Halle ist echt riesengroß. Hier kann man ja auch mal rein gucken. Oh. Das ist irgendwie aus komischem Zeug ausgelegt. Die Tapete blättert ab. Ja. Ein bisschen unheimlich auf alle Fälle. Wo geht's hier? Ach, dasselbe Grün. So, aus der Halle raus, links, Überraschung, noch eine Landebahn. Aber irgendwie nicht mehr Gebäude. Es wird nicht mehr. Aber auf den Bildern sah man noch so einiges mehr. Aber ja, ich meine, es ist halt jetzt auch alles ordentlich bewachsen. Man sieht halt nicht wirklich die ganzen Gebäude, die hier sein sollen. Also die Halle habe ich auch erst im letzten Moment entdeckt. Auf einmal, bumm, da ist diese Riesenhalle. Aber irgendwie diesen Aussichtsturm hätte ich gern gefunden. Und den Eingang und eigentlich hätte ich alles andere auch gerne gesehen, aber irgendwie kommt hier nichts. Ja, den Turm habe ich gefunden, blöderweise alle Türen, alle Zugänge zu, aber halt so richtig zu, gut gemacht, kommt man nicht rein. Schade, aber das Ding sieht auf alle Fälle ganz geil aus. Wenn man sieht, Fenster zu, ja, blöd, aber macht nichts. Da hinten ist noch so ein lauschiges Sitzeckchen. Da vorne geht so ein Schotterweg lang, da versuche ich jetzt mal lang zu kommen, irgendwie hier wieder runterzukommen, weil diesen Sandweg da hinten, nee, da habe ich echt keinen Bock drauf. Ja, der Weg ist ganz gut, aber er führt mich irgendwie zu nichts. Hier sind zwar links und rechts immer mal wieder ein paar Gebäude, aber es sieht nicht aus, als würde ich hier gleich wieder runterkommen. Das ist halt wirklich ganz schön riesig, ich habe mich da ein bisschen verschätzt, aber naja, ich habe den ganzen Tag Zeit, ich habe die nächsten Tage Zeit, ich finde hier schon wieder runter. Ja, ist wirklich riesig hier. Jetzt habe ich wieder 1, 2, 3 Möglichkeiten abzubiegen. Von da komme ich.
Ich fahre jetzt aber den Weg lang, weil er irgendwie aussieht, als wäre der am meisten benutzt und hoffe, dass ich da dann wieder runterkomme. Ich fahre jetzt bestimmt schon eine halbe Stunde hier hin und her und gucke nach dem Ausgang. Ja, ist groß, das Gelände, gestaltet sich etwas schwierig. Ich finde den Weg schon mal. Immer noch kein Ausgang, dafür noch eine riesige Halle. Die ist auch eigentlich relativ gut intakt, dafür, dass es schon so lange leer steht. Der Weg ist irgendwie auch gemacht. Das macht mir vor allem ein bisschen Gedanken, weil eigentlich möchte ich hier rauskommen, ohne dass mich ein Sicherheitsdienstmensch erwischt. Ah, hier gucke ich aber gerade nochmal. Ja, hier ist irgendwie alles zu. Gerade steht da gut. Gucken wir mal, ob man da reinkommt. Sieht auf alle Fälle ganz interessant aus. Betreten verboten, Lebensgefahr. Genau mein Ding. Oh, ganz schön groß. Ja, ist das Schimmel oder ist das Tapete? Ja, ich glaube, das ist Tapete. Und Schimmel. Ah, eine Lampe hängt da auch noch. Gut, gut. Okay, das haben wir auch gesehen. Das ist ganz nett. Dann, ja, auch nicht so spannend. Können weitergehen. Da ist ein Tor. Ich weiß nur noch nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist. Ich hoffe, dass ich da rauskomme. Ich will hier eigentlich nicht irgendwo über den Zaun hüpfen müssen, mit den Klamotten, vor allem mit den Schuhen. Aber ich denke mal, hier kann man irgendwo bestimmt durchluschern. Tja. Oh. Auf der anderen Seite von dem Tor stehen irgendwie zwei Autos. Bei dem einen sind die Türen auf und der telefoniert ein Typ. Da steht was vom Video überwacht. Das Ding ist ganz schön gut zugemacht. Ich hoffe, dass ich hier rauskomme, ohne dass der Typ da vorne meckert. Ich laufe jetzt mal nach da und schaue, dass ich hier irgendwie rauskomme, ohne dem Typen da zu begegnen. Mal schauen. Ja, der Typ da vorne hat mich nicht entdeckt oder nicht gesehen. Vielleicht ist es ihm auch egal, was ich hier mache. Ich laufe jetzt hier irgendwie seitlich lang. Hier sind so ein paar Gleise, ein bisschen Kram, hier ist ein Zaun. Ich denke, hier ist irgendwo ein Loch und dann komme ich hier auch wieder raus und dann sehen die nicht. Ach, guck mal, das ist ja ein Riesenloch. Passt doch perfekt. Ja, hervorragend. Das ist ja, oh, Stacheldraht. Ja, gut. Los geht's. Au. Oh, nicht hängen bleiben mit den Reifen. Jetzt ich erst mal hinterher. Nicht hängen bleiben. Oh. So, jetzt habe ich es auch rausgeschafft. Jetzt fahre ich einfach an den Typen vorbei. Ich denke nicht, dass die mich gesehen haben. Wenn, dann hätten die schon was gesagt. Ist denen anscheinend egal. Hol schnell nächsten Ort, um was zu trinken. Und dann muss ich noch mal ein bisschen die Kamera aufladen. Ich bin echt mit halb leerem Akku losgefahren. Jetzt habe ich noch einen Balken. Saß da eben auch nur 10 Minuten irgendwie. Ja, Kamera noch mal aufladen und dann gucke ich mal, dass ich hier erstmal in den nächsten Ort komme. Bis gleich. So, ich war hier vorne gerade beim Rewe. Habe hier ein ganz mauschelig hübsches Eckchen gefunden. Habe gerade beide Flaschen aufgefüllt. Packe ich jetzt noch rein und dann kann es eigentlich auch schon weitergehen. Sind jetzt ja, 61 Kilometer, ganz bummelig. Ich glaube 27er Schnitt, also wirklich absolutes Bummeltempo. Jetzt packe ich den Kram wieder ein und dann, ich glaube, so noch mal 60 oder 40, irgendwie sowas zum Dreh nach Hause. Und dann fahre ich jetzt erstmal weiter. So, ich bin jetzt schon wieder ein ganzes Stück gefahren, sind glaube ich noch so 15 Kilometer in die Stadt rein. Dann muss ich durchs Etzner Neukölln fahren. Dieses Stück raus, hinten aus Neukölln, ist echt mega ätzend. Also irgendwie zur Ostkrone ist geil, 5 Minuten Ruhe, Sonnenallee. Aber dieses ewige Hin und Her durch diese, boah, diese, keine Ahnung, hier Baustelle, da Baustelle, nervt tierisch. So, Grenze Neukölln. Durch die Stadt muss ich jetzt, wie gesagt, das ist ein ziemlich ätzender Weg. Viele Baustellen, viel Generve, viele gereizte Autofahrer. Wir haben, naja, 16:30, das heißt, ich komme richtig schön in den Feierabendverkehr. Deswegen denke ich, werde ich den Vlog hier für heute beenden. Denn mit der neuen schweren Kamera irgendwie durch Neukölln durch den Verkehrsraum zu fahren, habe ich keinen Bock drauf. Ja, dann die üblichen Sachen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, Link zu allen Sachen in der Videobeschreibung, bla bla bla. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, ihr lustigen Knusperschnecken. Und bis dahin, voll vorsichtig. Küsschen, ciao. Die Tunnel-Links von dir in einem Kilometer.
Danke, Komoot.